Köln gegen Bremen zum Jahresauftakt am Samstagabend im Müngersdorfer Stadion. Werder mit 21 Punkten nach 16 Spieltagen auf dem Weg nach dem Aufstieg auch den Klassenerhalt im Jahr 2023 sicher zu schaffen. Anders bei den Kölnern, mit gerade mal 3 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, droht dem FC eine durchaus schwierige Rückrunde. Bei den Bremern natürlich dabei der WM-Held Niklas Füllkrug, Tor gegen Spanien gemacht, auch wenn es nicht so lief. Er war eine der großen Entdeckungen während des Turniers in Katar. Nun also ist Bundesliga angesagt, auswärts mit Bremen in den dunklen Trikots beim FC. Die Gäste von der Weser mit Duxch und Starge. Das ist Leonardo Bittencourt, einst in Köln gespielt, mit Füllkrug. Bittencourt! Erste Chance des Jahres für Werder durch Leonardo Bittencourt. Wunderschöne Kulisse in Köln. Es ist ja noch nicht mal der Auftakt der Rückrunde wegen der Weltmeisterschaft. Ist ein Spieltag aus der Hinrunde auch im neuen Jahr erstmal nachzuholen. Erster Vorstoß nach einer Viertelstunde für den FC. Es gibt Ecke für den Ex-Bremer, keins. Und Tigges, einst in der Nähe gespielt, in Osnabrück, über Dortmund nach Köln gekommen, inzwischen in der Spitze gesetzt und durchaus eine der positiven Bemerkungen der Hinrunde. Wenig später fällt das erste Mal Niklas Füllkrug auf, allerdings nicht mit einem Abschluss, sondern mit dem Foul an Olesen. Es gibt die erste gelbe Karte des Spiels. Köln mit Sechiri. Meiner. Ljubicic mit Olesen. Nochmal Ljubicic. Festgesetzt am Strafraum. Tigges. Wo ist die Lücke? Ljubicic. Da! Olesen! Der erste Abschluss passt und Köln führt im neuen Jahr mit 1:0 gegen Werder durch Olesen. Super Zuspiel, nachdem Werder ein wenig die Kontrolle verliert gegen die Kölner Belagerung am Strafraum. Pass kommt von Ljubicic und Olesen verwandelt gegen Pavlenka zum 1:0 für den FC. Das wäre ein gelungener Start in das Jahr. Gleich mal Punkte sammeln, um sich abzusetzen von den Abstiegsplätzen. Halbe Stunde gespielt. Werder reagiert wütend. Weiser setzt sich durch gegen Chabot und hat plötzlich Platz auf der rechten Seite. Mit Weiser für Marvin Duxch. Super gespielt von Werder, auch wenn Schwebe letztlich da ist, aber so muss es gespielt werden. Weiser mit der scharfen Flanke, kurz angenommen von Duxch, dann klasse gehalten vom Kölner Torwart. Bremen sofort bemüht mit dem Ausgleich. Füllkrug, Marvin Duxch, Bittencourt für Niklas Füllkrug, wartet lange. Aber Köln ist eben nicht Katar. Aus der Position traf er etwa gegen Spanien, heute noch nicht gegen den FC. Leonardo Bittencourt. Starke für Duxch. Schon wieder die Lücke in Kölns Verteidigung. Marvin Duxch, nächster Distanzschuss gegen Marvin Schwebe. Zum zweiten Mal geht das Duell an den Marvin im Kölner Tor. Das war noch besser, noch gefährlicher von Duxch. Aber erneut verhindert Schwäbe den Ausgleich. Werder längst überfällig mit dem Tor hier in Köln. Nochmal vor der Pause. Leonardo Bittencourt. Und Duxch abgeblockt. Und es gibt Elfmeter für Werder. Foul von Kölns Verteidiger Hübers. So zumindest ist die Entscheidung. Wir sehen, das Ganze ist natürlich in der Situation ganz schwer zu sehen. Wahrscheinlich den Fuß reingestellt in der Schussbewegung von Marvin Duxch. Damit Elfmeter und das Bangen auf der Gästetribüne für Werder. Niklas Füllkrug gehalten. Gehalten von Marvin Schwebe. Danach Füllkrug fast schon überhart, hat Glück, hat ja schon gelb gesehen.
in der Situation, dass er den Ball trifft. Aber was für eine Szene. Vor der Pause, aber noch nicht Halbzeit. Werder nochmal mit Füllkrug. Jetzt wütend. Duxch, nächster Distanzschuss. Wiedergehalten. Jung, nochmal nachgesetzt. Achtung! Niklas Füllkrug wird der Ball fast vor die Brust geschossen. Und Schwäbe ist da und verhindert auch hier den Ausgleich für Werder Bremen. Keine Frage, das Tor von Odesen schmeichelhaft. Köln führt mit 1:0 zur Pause. Aber wer würde nach dem Spiel noch danach fragen? Auf in Durchgang 2. Erneut mit einem Standard. Erneut durch den Ex-Bremer Keitz. Und Meiner kann man sicherlich besser lösen. Linton Meiner, kein Problem für Jiří Pavlenka. Brems Torwart mit dem langen Ball. Und Werder setzt energisch nach, bekommt tatsächlich den Angriff über Füllkrug. Hübers ist zur Stelle. Hector. Alles entschärft. Olesen. Mal für Marvin Schwäbe. Was macht der denn? Glück gehabt. Denn Bremen nutzt den Patzer von Kölns Torwart nicht. Jetzt ist es geklärt. Aber ein spektakulärer Start in die zweite Hälfte. Werder sofort wieder da, wo sie aufgehört haben. Füllkrug. Klasse durchgesetzt. Niklas Füllkrug. Und Marvin Schwäbe kann es kaum glauben, wie frei seine Verteidigung den Bremer zum Abschluss kommen lässt. Wie einfach Füllkrug an der Kölner Verteidigung vorbeikommt. Danach ist Schluss für Niklas Füllkrug. Berg kommt bei Bremen. Starke mit dem Kopfball. Schöne Variante der Bremer. Aber immer noch nicht das Tor in Köln. Ecke Keins. Duda. Wenig Offensivaktionen auch im zweiten Durchgang. Andrzej Duda gerade eingewechselt. Mal mit dem Kopfball durchgesetzt gegen Berg. Aber keine Gefahr für das Bremer Tor. Stunde gespielt. So langsam muss sich bei Bremen was tun. So zum Beispiel mit Duxch für Jung. Überzahl für Werder. Berg ist da. Ausgleich für Werder. Hochverdient. Berg eingewechselt für den heute glücklosen Niklas Füllkrug. Und das zahlt sich sofort aus. Ole Werner mit dem richtigen Händchen hier beim Auftakt des Jahres. Natürlich am Ende wunderschön zu Ende gespielt von Werders Offensive. Berg steht dann frei vorm Tor gegen Schwäbe und sagt Danke an die Kölner Verteidigung, die diesen Angriff möglich gemacht hat und sich einmal mehr von der Geschwindigkeit der Bremer hat überrennen lassen. Spiel jetzt also wieder von vorne. Werder natürlich mit klaren Vorteilen bis hierhin, aber Köln mal wieder mit Duda. Mit Tigges und Duda. So könnte es gehen. Aus dem Nichts fast das nächste Kölner Tor. Durch Andrzej Duda. Gut aufgelegt von Steffen Tigges. Selten, zu selten, solche Aktionen des FC hier heute beim Heimspiel. Schmidt, gute Phase. Gerade mal 5 Minuten seit dem Tor vergangen. Werder mit Weiser, Bietenkurt und Berg. Nicht der Doppelpack für Oliver Berg, weil Marvin Schwäbe weiter ein grandioses Spiel im Kölner Tor macht. Hält, was zu halten ist, beim Gegentor machtlos. Aber es häufen sich die Fehler der Leute vor ihm. Nächster Ballverlust, Bremen mit Schmidt. Duxch, Starke. Duxch für Berg, gut gesehen. Chabot grätscht ins Leere, Berg sagt Danke. Jetzt der Doppelpack für Werders Oliver Berg. Und Werder dreht das Spiel mit klarer Überlegenheit. Es hat lange gedauert, bis Bremen endlich die Chancen nutzt, die sich boten. Chabot grätscht ins Leere gegen Berg. Es wird ruhiger im Müngersdorfer Stadion, weil jedem klar ist, Köln hat die Chance vergeben, aus wenig viel zu machen. Und jetzt wird's ein ganz weiter Weg gegen unglaublich starke offensive Bremer. 12 Minuten noch bangen bei den Werder-Fans. Es gibt nochmal Standard in
guter Position. Duda macht es nicht. Dafür Kainz. Nicht schlecht, aber leider aus Kölner Sicht auch nicht gut genug. Der Freistoß von Kainz geht knapp vorbei am Tor von Pavlenka. 10 Minuten noch. Werder mit dem Ballgewinn. Buchanan, Berg, Schmidt, Bietenkurt. Ist das leicht und schön gespielt von Werder. Leonardo, Bietenkurt, Stage. Das muss das 3:1 sein. Das muss die Entscheidung sein für Bremen. 4 Spieler vorne gegen 1-2 Kölner. Und Stage vergibt diese Flanke, die allerdings auch nicht gut kam von Leonardo Bietenkurt. Köln noch mal im Glück davongekommen. Es bleibt beim 2:1. Abstoß danach. Sofort wieder Ballbesitz für Werder. Berg. Diesmal im Laufduell mit Jonas Hector. Der ist zu langsam. Berg zum dritten. Es ist sein Samstagabend. Der von Oliver Berg. Der nicht in der Startelf stand, weil Niklas Füllkrug beginnen sollte. Heute enttäuschte. Und dann kam das Spiel von Oliver Berg, der eingewechselt 3 Tore macht für Werder gegen Köln. Es ist die Vorentscheidung in Köln und so langsam schwinden auch die Hoffnungen bei den FC-Fans, dass das heute was wird. Beim Auftakt, beim letzten Spiel der Hinrunde, Werder hingegen könnte auf 24 Punkte gehen. Nach der ersten Halbserie. 5 Minuten noch. Werder mit Stage. Sind das aber auch Lücken? Schauen Sie mal. Links startet Buchanan. Und Stage. 3 schon wieder mitgelaufen für Werder. Dux nicht gefunden. Schwäbe ist noch dazwischen. Nachspielzeit. Und immer wieder das gleiche Bild. Riesenplatz für Werder. Diesmal Weiser für Bietenkurt. Schlusspunkt an diesem Samstagabend. Ein Ex-Kölner trifft Leonardo Bietenkurt zum 4:1 für Werder Bremen beim FC aus Köln. Es wird deftig, aber es wird auch deswegen deftig, weil Köln in den letzten 10 Minuten defensiv kaum noch präsent war. Bremen kommen ließ. Schwäbe ist zwar noch dran, kann aber letztlich auch nicht verhindern, dass 4 Gegentore Werders Sieg zum Auftakt des Jahres bedeuten. Der Aufsteiger damit mit 24 Punkten nach der Hinrunde und Mann des Abends, der für Niklas Füllkrug eingewechselte Oliver Berg, der mit seinem Hattrick Werder zu 3 Punkten in Köln bringt.